Hey, hey, weiter mit Battle Brothers Poacher Kampagne mit den Dragwald Rangern. Wir müssen sehr weit nach rechts unten. Das ist das ist wirklich weit. Alter. Ich habe ein bisschen umgeräumt hier hinten. Balduin hat die Footman Armor gekriegt und Bruno hat Killing Frenzy bekommen. Außerdem habe ich Arnulf reingeholt und Savahir hier hinten in Pause geschickt mit 2 Punkten Gesundheit und seiner zerrissenen Jacke. Wir fahren noch mal eins weiter die Straße entlang, weil wir eh hier sind. Vielleicht finden wir da noch eine leckere Karawane oder so. Aber ich denke, die erste Finkenwachtkompanie, 8 Leute. Ich denke, die nehmen wir direkt mit. Ich denke, wir werden so hier die Woche rum dann langsam fertig werden mit dem Aufstand hier von den Untoten. Mal schauen, ich lasse mich da gerne überraschen. Wir haben nur noch 8 Slots frei oder so. Und ich glaube, die da verkaufen uns nichts. Ne? Some Footmen, a few Billmen. Das heißt, das sind 2 Billmen. Und 6 Leute vorne, das kriegen wir hin. 3 Billmen, das ist ekelhaft. Okay. 43, 43, 43. Ist der eine nicht weiter unten? Sollte ich nicht besser auf den schießen können als auf die anderen? Aber na gut. Ich habe jetzt das zweite Buch nochmal fertig gelesen und habe das erste nochmal angefangen tatsächlich. Es war nicht ganz so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich habe wohl ein paar Sachen aufmerksamer gelesen, gehe ich mal von aus. Aber es war trotzdem nicht annähernd so gut wie das erste. Oh, ich wollte gerade sagen, Manni sitzt da bei einem tiefen Loch, den müssen wir da gleich rausholen. Das Buch war okay, aber es ist im Endeffekt einfach nur ein Setup für ein drittes Buch. Aber das kommt ja anscheinend dieses Jahr noch, von daher lese ich den ersten Teil nochmal, damit ich da auch gut drin bin. Und dann schauen wir uns die Sachen mal an, wenn das rauskommt, nicht? Also ich schaue mir das an. Ja, wir warten hier. Wir sollen herkommen. Und auf die da warte ich ungern, aber was soll man machen? Ich kann die ja nicht anspringen. Und wir sollten nochmal zuerst dran sein, zumindest mit Bruno. Und wir haben ja mit niemandem auf Warten gedrückt, also wenn sogar die Gegner gleich machen können, ist uns hier in voller Front anzugehen. 51. Ich hätte eigentlich schon gern einen von denen da umgebracht, aber blöde Sache halt, nicht? In ihren Schlafanzügen. So, die Frontline wartet jetzt aber, weil die Gegner kommen ja ran. Genau. Haben sie den Billman da jetzt aber schön offen stehen lassen für nix. Das gibt Ärger. 56, können wir betäuben. Hat er die Nase zertrümmert. Kannst du da raus, Mann? Leider nein, leider gar nicht. Oh doch, das ist sehr stark. Hup! Pathfinder! Na gut. Bill Hook Kalle. Hat er dem in den Kopf geschossen? So will ich das sehen. Gut, wir werden auf voller Front angenommen. Gemein, hätte ich nicht gedacht, dass er das hinkriegt noch. Oh, das ist nicht gut. Oben wird es langsam ein bisschen zu voll. Wir müssen uns jetzt mal durchschlagen da. 75. Auch mal ein bisschen oben drauf. Ja, den holen wir mal da runter, aber der kann hier nicht wirklich was machen. Das war sehr blöd, dass ihr euch so dahingestellt habt. Ah, na gut. Steckt man halt manchmal nicht drin, was? Umläuft die ganze Angelegenheit hier mal, damit er was zu tun hat. Schön. Oswald. Das war nicht fair den Gegnern gegenüber. Die haben sich das ein bisschen anders vorgestellt, okay? Der wollte nicht für 20% getötet werden. Das war nicht, als er morgen aufgestanden ist, war das nicht das, was der wollte. Aber hey, ich beschwere mich mal nicht. Bis jetzt läuft der Kampf hier erstaunlich gut. Bam! Die können nicht viel machen. Selbst das Schwert kann da nicht ran. Wir können uns einfach für nächste Runde aufstellen und gut ist. Ja.
und sich nicht mit den Stats, die er da am Laufen hat. Da ist Ende. Den rotieren wir hier durch und die beiden zwei hinter der Schirm. Ach, verdammt, Zombies. Diesmal habe ich wirklich nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, okay, wir kämpfen halt gegen die Leute hier, nicht? Ärgerlich unnötig. 36, 48. Kann da nichts tun. Der steht auch eins zu weit drüben. Er kann da aber ran. Belukalle. Schön. Das ist mir total egal. Da will ich nur ein bisschen Ausdauer runterprügeln. Ui, kommt schon. Der hat ja sogar noch einen Helm gehabt, den man hätte gebrauchen können. Jetzt muss ich den armen Mann umbringen. Verdammte Zombies. Ohr abgehackt mit einem Axtschlag von oben. Sicher geil. Und da steht. Es kommt so eine lange Axt angezicht. Man dreht den Kopf auf Seite, kriegt sauber das Ohr abgerissen. Der Rest von dem Axtschlag gleitet am Schulterstück ab. Richtige Party. Wir lassen mal die beiden Netze hier. Ich weiß, Netze sind cool und ich benutze sie nicht, weil ich ein Trottel bin. Aber was soll man machen? Tavit, was machen wir denn mit dir? Du bist nimble. Du hast schon Flail Master. Theoretisch bräuchtest du noch Executioner, glaube ich. Du das bis jetzt da oben, was ich da sehe. Du brauchst auf jeden Fall mehr Gesundheit mit deinem schwachen Herzen. Ausdauer fehlt dir eigentlich gerade selten. Wir könnten ihm den Schild wegnehmen und er könnte Einhand-Flail-Duelist spielen. Wie ein Psychopath. Wir haben ja so wenige Leute, die Execution haben. Execution ist eigentlich gut. Aber theoretisch müsste ein Flail nicht Headhunter spielen? Bin mir nicht sicher. Na gut, nehmen wir erstmal ganz klassisch Killing Frenzy. Dann können wir mal drüber nachdenken. Carsten, du bist nicht fertig. Die drei dann nehmen wir auf jeden Fall. Warum habe ich denn? Das war falsche Drücker. Ich wollte da drauf drücken. Gute Frage. Auch eine gute Frage. Weil das zählt doch als Polearm, oder? Hättest du irgendwas davon? Ich glaube nicht. Der könnte Executioner nehmen, oder? Oder der bekommt auch Killing Frenzy, aber dann wird es langsam unsinnig. Gibt es hier irgendwas, was der noch unbedingt braucht? Weiß es wirklich nicht. Ich drücke einfach mal auf Executioner. Der tötet ja nicht wirklich Leute. Und machen wir weiter. Wir können hier nichts verkaufen, wenn die rot sind. Nee, wir müssen aber mal in irgendeine Stadt und es wird nicht Ettelwald sein. Wenn wir da runtergehen, wenn wir hier durchschneiden, können wir vielleicht in die Dornfeste oder so. Wir müssen irgendwo unser Zeug verkaufen. Northern Soldiers. Ich weiß nicht, ob ich die so aggressiv verfolgen sollte. Gut, dass die denken, dass die nicht gegen mich kämpfen wollen. 16 Leute waren ein bisschen viel, was? Na gut, dann schneiden wir jetzt brutal durch die Wildnis. Nach Süden in die Dornfeste. Ach, die haben a few War Dogs, so viele sind das gar nicht. Some Billman ist nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Fuck, der hat beigedreht, der wollte die Karawane verteidigen. Der Hund. Many Geists, a few fallen Heroes. Nichts, was ich gerade mit der Kompanie hier unbedingt spielen will. Cool, sein Supplies sind alle. Ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwo mal aufmunitionieren. Die Hexenhütte. Interessant, interessant. Gerade wo ich schon von den Witch Hunter Büchern geredet habe. Oh, das habe ich verpasst. Die hätten wir mit Sicherheit machen können. Ein paar Banditen gehen immer. Na gut, auf zur Eisenfeste. Wir werden unser Zeug los. Schauen, dass wir ein paar Tools zusammenkriegen. Und dann ab nach Südosten. Ich bin doch jetzt nicht schon dran vorbei, oder? Ne, noch lange nicht. Uff, das wird ein Ausflug darüber. Das wird ein Ausflug. Dann komme ich da an, dann muss ich gegen 15
gegen 15 Vampire kämpfen. Das sieht doch schon mal fair aus. Wie sieht denn hier sonst preislich alles aus? 15 ist nicht... 15 ist halt Standard, was? Aber wir müssen das Inventar leer machen. Gut, die behalten wir als Ersatzrüstung, falls wir austauschen müssen. Die können weg. Wir brauchen eigentlich nur die großen Eimer. Die können alle weg. Den da kriegen wir sicher an irgendwen weitergegeben. Die beiden da können doch auch eigentlich weg. Die benutzt das, soweit ich weiß, niemand. So, Schwerter behalten wir 2 Stück, falls was ist. Speere, da behalten wir mal einen von. Kleinen hier brauchen wir dann nicht mehr. Illux behalten wir auch einen. Eine Kriegssense reicht mir auch, genauso wie eine große Zweihandachse. Ist nicht so, als würden wir hier die ganze Zeit durchtauschen. Also bräuchten wir das unbedingt. So, wir haben dann 2 Kites. Das heißt, die da können weg. 2 Heater. Dann können ja, die da auch weg. Wir haben 2 von den großen Kerlen. So sollte okay sein. Raus, damit das da oben mal das aktualisieren kann. Und dann gucken wir mal, was hier so geht. Ah ja, Schultern könnten wir langsam tatsächlich mal kaufen. Wird sich dann doch hin und wieder mal lohnen. Ein Tausender ist okay. Wir bräuchten halt eigentlich so diese Lederkragen und sowas, die umsonst sind, aber die Rüstung verstärken. Waffenschmied, ein Noble Sword. Two-Handed Hammer. Hui, so einen hätte ich gern. Damit kann man Leute aus dem Leben klatschen. Damit kann man Leute aus dem Leben klatschen und zwar so richtig. Wir werden einfach in den Fußboden gerammt. Wer hat denn gerade eine große Rüstung an und hat noch Ausdauer übrig? Unsere größte Rüstung ist die 260er hier, oder? Jo. Na dann machen wir da die Schultern dran, würde ich sagen. So, jetzt ist das eine 300er Rüstung mit einem 300er Helm. Das ist die 300-300. Wir haben 70% Battleforged. Schöne Sache. Ach, wir haben noch hier den Eisentopf. Eisentopf, Balduin, Eisentopf. Eisentopf. Gut, die anderen Leute brauchen das alles nicht. Nö, dann lassen wir den dann noch reparieren. Wir lassen den noch reparieren und den Spaß. Eigentlich können wir den Helm dann direkt hier lassen, weil den benutzt dann niemand mehr. Gut, irgendjemand hier, der mich interessiert? Wahrscheinlich gerade nicht. Miliz sollte man echt nicht unterschätzen, was Söldner angeht. Die machen gute Arbeit. Wir sollten noch ein bisschen Essen mitnehmen, das lange hält. 12 Tage, 10 Tage. Weil da, wo wir hinfahren, sind wir eine Weile. Okay, los geht's. Kurz in der Dornfeste reinschauen, dann schneiden wir hier durch den Nebel. Hallo Dornfeste. Wir sind's. Dragwald Ranger. Eugen. Retired Soldier. So einen haben wir schon. Harvard the Exiled. Na dann. Hier gibt's gute Leute. Gebhardt, ein Swordmaster für 3,8. Ne? Da brauchen sie sich auch nicht zu beschweren. Ui, die haben aber auch die Bude voll hier. Ein Fencing Sword. Two-Handed Hammer für weniger. Eingekauft. Armorer. Hier haben wir doch den Spaß, an dem ich eben gerade noch geredet habe. So, Tavit, du hast dann erstmal einen Two-Handed Flail gewonnen und außerdem noch plus 10 Punkte Rüstung auf deine Schultern. Ha, jetzt siehst du aber aus wie ein Trottel. Ich habe mir Lederplatten auf meine Lederschultern oben drauf genäht. Captain Sir! Sag ich, ja, Mann, das hast du. Gut gemacht. Du bist ein richtig cleverer Bursche, Tavit. Nimble Zweihandwaffe. Ei. Was ist los? Kalle. Okay. Haben Essen verloren, ist nicht weiter schlimm. Das sind keine Goblins. Da sind die Goblins. Goblin Hunter, 5 Stück. Wo kommt denn ihr her? Habt ihr hier ein Häuschen? Some Ambushers, lots of Skirmishers. Das Problem ist, ich würde mich gern mit denen anlegen.
Ich gehe fest davon aus, dass sie mir aktuell ziemlich die Kompanie zerreißen würden. Also, ich gehe davon nicht, dass jemand stirbt oder so, sondern einfach nur, dass wir dann ziemlich viel Zeug reparieren müssten. Und wir müssen erstmal darüber. Hallo? Das waren Goblins angeblich, diese Fußspuren da. Ich merke schon, hier im Osten gibt es auch Orks auf der Karte, ja? Aber sonst nichts. Aber die andere Karte ein bisschen angeben. Vielleicht finden wir die goldene Gans oder so, noch, wenn wir schon so weit draußen sind. Irgendwo muss der ganze Mist ja sein. Season 2 wird dann nur den Wagen vollladen und den Osten erkunden. Und 20. Das ist okay. Wenn das ist, womit ich jetzt gleich rechnen kann für 2000 Gold, dann bin ich froh. Vergessenes Massengrab. Duras. Lots of ancient legionaries, a few honor guards. Was ist ein Duras? Ist ein Honor Guard Champion dann, ha? Also ein Anführer, kein Champion. Oi. Na gut, Arnulf nach hinten, aber hier nach vorne. Kannst du eigentlich auch mal was Cooleres kriegen. Blau, Rot ist glaube ich gerade keine im Spiel. Grün auch nicht mehr. Wir hatten mal so schöne Color Coding hier vorne. Okay, Männer. Okay, wir werden dafür bezahlt. Also gehen wir die Sache auch ordentlich an. Uff. Ich will keine feigen Ausreden hören. Noch ist es hell. Wenn wir da zeitig ankommen, kämpfen wir. Oh ja, doch. Ein Ancient Honor Guard Champion. Uiuiui. So, Lots sind 11 bis 13. Dann haben wir 4 Honor Guards und eine komplette Armee Legionäre. Das hier sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn wir hier die Flanken blockieren und wir lassen die hier einzeln reinkommen, können wir da vielleicht mit arbeiten mit dem Setup, was ich hier gerade sehe. Oh ja, schaut euch das mal an, wie weit die da drum rumlaufen müssen. Hier einfach ein paar große Kerle hinstellen oder hier sogar noch zumachen. Ha, na gut, du wartest mal kurz. Ich würde gern erst was sehen, bevor wir hier Entscheidungen treffen. Ich hoffe doch zumindest, dass sie versuchen würden, hier reinzukommen. So, der kommt mal nach da. Der bleibt stehen. Der kommt nach hier unten. Da ist eine Honor Guard. Wir brauchen die starken Leute unten. Die Leute, die einigermaßen okay sind, in der Mitte. So. Tanks an die Flanken. Das ist der Anführer. Das ist eine Zweihand, eine legendäre zweite Reihe Waffe. Kann ich über unsere Situation hier nochmal nachdenken? Sir, Captain, Sir. Wir müssen Reimer oder so nach da oben kriegen zu dem Kerl. Er springt nächste Runde zwei Schritte und sticht irgendjemanden nieder mit diesem Ding da. Während er gerade alle anderen Speerträger hinter sich versammelt. Oi, vielleicht geben wir die Position doch besser auf und machen den klassischen Schritt nach hinten. Uff. Oder wir springen jetzt nächste Runde aggressiv da rein. Und fangen an, ein paar Schädel zu zertrümmern. Wenn wir die hier oben beiklappen. Und wir schicken Tavit da rein, damit er hier die Reihe hält. Ich glaube nicht, dass die da drüber stechen können, oder? Ne, Blocking Sight. Das heißt, sie können nicht da drüber stechen. Das ist ja dann schon mal von Vorteil. Also für uns. Mach hier keinen Quatsch. Zieh deine Handäxte und guck, dass du weiterkommst hier. Wir ziehen die alle eins vor. Die sind trotzdem auf den Typ da oben. Der nicht forged, doch, ist er, aber wohl nicht ganz so stark. 70% vorbeigeschossen. So, ich habe gesagt, wir lassen hier einknicken. Und gucken, wo wir den Rest hinstellen, was?
Banner, bleibt mal hier draußen. Machen hier hinten eine dritte Reihe auf. Du wartest erstmal. So, du gehst jetzt da rein. Du musst da hoch gegen Duras kämpfen. Okay, das war jetzt nicht die Position, in der ich dich haben wollte. Du musst da hoch gegen Duras kämpfen. Du wartest. Wenn ich den da reinschicke, dann ist er sowas von vernichtet. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. So vernichtet wird er dann sein. Aber wir müssen ja. Er kommt eins hoch. Dann wartet er da. Er geht in die Mitte. Was ich mit dem mache, weiß ich noch nicht. Das ist gerade... Ich dachte, wir hätten hier eine gute Position. Jetzt wird sie gerade immer schlechter. Und du kommst nach hier. Nimmst dein Schild hoch. Und tust so, als könntest du das, was hier gleich passiert, aushalten. Alter. So tun trifft es in etwa, schätze ich. Wenn ich schon die Warsize da unten sehe, habe ich gar keine Lust mehr. Was hat er gemacht? Der ist forged. Er hat nicht nur meinen Tank getroffen mit einer 50er Trefferchance, der hat eben 90 Punkte, 110 Punkte Body Armor runtergerissen, 20 Punkte Gesundheit und ihm dabei noch die Schulter durchbohrt. Geht's noch bei euch? Die Mitte muss das hier irgendwie richten, dass hier unten ist eine Todeszone. Wir können da komplett abziehen. Gar keine Chance, dass irgendwas passiert. Die sind alle tot da unten. Also die blockieren sich hier jetzt gleich gegenseitig wie ein paar Trottel. Dann können wir vielleicht leben. Die Axt muss da noch irgendwie mit raus oder nach oben mit hin, keine Ahnung. Ui. Haben wir Chance von 50%, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Dass der den so vernichtet hat, der kann nicht einfach so meinen fucking Tank one-hitten. Das Ding muss ja unvernünftig hohen Armor-Pierce haben. Was machen wir mit dir, mein Kerl? Manfred, du hast die große Armbrust, nicht? Oswald. Los geht's. Räumen wir da unten mal ein bisschen auf. Oh, komm schon. 89. Hätten wir gebraucht. Den auch. Tja, Baruch, das kannst du ziemlich vergessen, dass du das da überlebst. Ich glaube, es war gut, dass wir einen Ersatzmann besorgt haben. Was ist denn da los mit unserem Baruch, dem Schild? Das ist jetzt nicht unbedingt die Situation, die ich unbedingt springen will. Ich lasse mich da gerne überraschen. Wir bereiten uns hier oben mal darauf vor, dass wir da ein bisschen durchrotieren können gleich. Du machst da unten weiterhin deinen Job. Im Gegensatz zu Baruch kannst du deinen Job wohl. Champion, da ist ein mieser Kerl. Ja, toll, danke. Ruck ist tot. Baruch ist tot, Mann. Baruch ist tot. Oi. Das war extrem stark. Das war sehr freundlich.
Gut, dann into the breach. Nicht weil wir wollen, sondern weil wir müssen. Da war hier genauso. So, der steht da gerade schlecht. Der muss sich bewegen, damit er zu uns kommen kann. Der Typ da mit seinen Nullpunkten Gesundheit regt mich ein bisschen auf. Wäre ein schöner Kill gewesen. Man kann halt nicht alles haben. Oh, kommt schon, Jungs. Jetzt kommt er vor. Oh ne, geht Pause machen. Oh, wenn wir jetzt Glück haben, können wir den mit dreimal betäuben. Ja, der hat wahrscheinlich Melee-Def wie Arsch. Okay, vielleicht sind wir jetzt hier im Business. Wir haben sich hier selbst ein bisschen durcheinander gemacht, dadurch, dass wir doch das Terrain angenommen haben. Terrain! Ich letztens ein Meme gesehen, wo Benjamin Blümchen da stand. Wenn Deutsche versuchen, Terrain zu sagen. Terrain! Da darf der drüber stechen, ja, der Hund. Problem ist, Reimer kann da nicht weg. Au, Oswald! Das wird eine ganz miese Nummer hier, wenn wir die Sache überleben. Ihm geht hier unten langsam schon der Sprit aus. Oi. Das war sehr stark. Da müssen wir direkt Profit draus schlagen. So, haben wir noch irgendwen? Er da ist der Near Death, aber was willst du machen? Ist halt nur ein Bogen. Gut, gut, gut. So. Da unten ist mir erstmal noch recht egal. Da passieren gerade nicht ganz so dringliche Sachen. Auf dem da bleiben. Wir hatten eine Reimer verprügeln, aber trotzdem. Damit so schlechte Ausdauer schon, dass die Untoten vor uns ziehen dürfen. Dann weiß man, dass ernst ist, wenn die Untoten zuerst dran sind. Wenn ich das mache, haben wir ein Problem. Aber wir können Reimer auch nicht nochmal anstechen lassen, so wie er hier steht. Weil einmal geht noch. Nächstes Mal müssen wir uns dann Gedanken machen. Wir müssen uns auch Gedanken machen, weil Reinhold eigentlich da reinspringen müsste. Du hast auch keine Ausdauer mehr. Kerle! Der springt jetzt da rein und macht eine Runde Pause. Und nächstes Mal legt er dann los. Dann tötet er die alle. Und 80. Ich hoffe, das stört ihn wenigstens ein ganz kleines bisschen. War nix. So, Schild. Ah. Sehr stark. So, rausrotieren bitte. Ach ja, ich wollte gerade sagen, die Sense hat jetzt aber einen hässlichen Winkel auf uns. So, mit dem hier warten wir, bis er da jetzt nochmal dran war. Ist ja immer noch betäubt, weil wir ihn mit dem großen Hammer geschlagen haben. Sehr schön. Okay, dann. Dann. War nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Er bleibt da immer noch stehen und macht sein Ding. Kommst hier hoch. Betäubst den Kerl nochmal. Kannst schon wieder nicht rotieren und angreifen, weil dir dafür einfach die Puste fehlt. Dann geh zu Fuß da runter und mach so lang Pause. Sehr stark, Oswald. Sehr stark. So, dann müssen wir uns jetzt doch langsam mal da unten um die ganze Sache kümmern.
betäubt. Alter, Tavid, MVP diese Runde. Wir müssen den hier gleich irgendwie in den Kampf kriegen hier unten. Reinhold kassiert hier ein bisschen zu sehr. Die Honor Guard wird ihm jetzt nochmal ordentlich zusetzen. Und dann haben wir nämlich gleich schon ein Problem am Laufen. Wir müssen ihn da raus rotieren. Er ist betäubt. So, du bist doch jetzt im Spiel. Sehr gut. Ui. Könnte ich rausschubsen und hier vorne dicht machen? Nein. Wir können den rausschubsen. Wir haben aber noch nicht die Power, um da jetzt dicht zu machen. Und auch mal darunter. Der macht los. Der bleibt da stehen, wo er ist. Den hier gerade nicht gut. Aufteilen. Weil der senzt jetzt da einfach lustig drüber. Die sind alle beschäftigt. Der ist fertig für die heutige Runde. Wäre schön, wenn ich ihn da hochkriegen würde. Wird aber nicht passieren. Ja. Dann hauen wir ein bisschen auf dem Kerl da unten rum, was? Gut, 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 gut. Wirklich wesentlich besser gelaufen, als ich mir vorgestellt hätte. Also bis auf die Sache mit unserem Schild. Aber was soll ich sagen? Ich meine, ja, der war lang mit dabei, 99 Tage. Aber der hat auch scheiße gespielt da oben. Das ist sogar eine Polearm. Eieiei. Wir haben unsere Rüstung zurückgekriegt. Danke, Mr. Schmiedzer. Interessant, dass wir eine Named-Waffe gekriegt haben aus einem... Was haben wir denn hier? 55 bis 80. Wo ist denn meine Referenzwaffe dafür? 60 bis 80, 30, 100, 38, 125, 5 minus 10, 5 minus 14. Im Prinzip also eine leichte, extrem unstabile Variante von einem normalen Speer, ja? Und im Verhältnis zu unseren Billhooks, 55 bis 80, 30, 140, ist eher ähnlich. Kopftrefferchance. Was sind da für Fähigkeiten drauf? Ganz normal, oder? Ja, schubsen und... Ha. Dann weiß ich nicht so ganz, ob wir den überhaupt brauchen. Wäre ein bisschen schade, den einfach so wegzugeben. Du hast Exe geskillt, ja? Ich meine, ja, wir könnten den. Wer hat denn den meisten Nahkampfskillieren von den Jungs? Kalle, aber du bist doch Billhook Kalle. Wie kann Billhook Kalle denn einen Ancient Honor Guard Spear kriegen? Spear. Spine steht da. Na gut, wir werden mal eine Weile mit uns rumtragen. Ich sehe jetzt aber kein allzu großes Upgrade da drin. Wer von euch war denn als unser Tank für die erste Reihe angedacht? Du? Gebhardt? Herzlichen Glückwunsch. Wo hatten wir den Typ her? Siegwacht, oder? Weil Gebhardt kann er nicht weiter heißen. Ist er kein Porzellan-Gerhard oder was? Gar nicht der Name. Ein Namen für den Tank links außen. So, wir haben einen glatzköpfigen Mann mit einem Bart. Sieht sonst vollkommen okay aus. Hat keine Ausdauer und gar nichts. Das heißt, er steht da schlecht an der Flanke. Was fehlen dir, mein Freund? Berserker und eine Waffenspezialisierung. Gut, eins nach dem anderen. 3 ist okay. 2 ist besser. Meine Leute haben also wenig Gesundheit. Wenn die mit der Armbrust in den Kopf geschossen kriegen und den reißt nur ab, dann heulen die sofort und sind tot. Tatsächlich ist die Great Axe auch keine schlechte Waffe für den. Mit dem Speer ist echt meh.
glaube, Kalle kriegt den. Einfach nur, weil er Kalle ist. Und weil er es sich verdient hat. Kalle macht was? 111 Schlachten, 129 Kills. Was soll man sich da beschweren? Der macht seinen Job. Der Kalle. Und ist sogar ein Stabssöldner. Na dann. Manfred und Kalle. Zwei gute Stabssöldner. Der macht nicht so viele Kills. Er ist der Dritte? Ach so, Bruno. Ja, na gut. Wenn ein Bogenschütze mehr Kills hat als Schlachten, dann weiß man, dass er gute Arbeit macht. Was, ihr seid traurig, dass ihr in Reserve rumhängen müsst, ja? Haben wir denn irgendwen, der mal eine Runde aussetzen muss? Reimer, mach mal Platz. Lass mal Arnulf rein. Bam, bam, bam. Den Soundtrack mag ich sehr. Das ist Northern Highlands oder so heißt der, glaube ich. Der ist aus dem normalen Battle Brothers Soundtrack, nicht aus dem Northern Raiders DLC. Okay, wir können ein bisschen übertreiben. Wir fahren hier unten quer durch und schauen, was es so zu schauen gibt. New Ambushers. Ja, das sind halt alles so Sachen. Jetzt denke ich, ja, natürlich, das können wir machen. Aber ist das das, was wir machen wollen? Wie sieht denn der Rest von der Kompanie aus? Dir fehlt ein bisschen die Rüstung, mein Kerl. Der Rest der Kompanie sieht eigentlich recht fresh aus. Hm. New Ambushers sind nur 2 bis 3 Fernkämpfe. Mit dem Overseer sind 4 Stück. Das Ding hier ist weit draußen. Und ein relativ kleines Camp. Solange das hier kein Fuschkram ist, die sind nicht auf einem Hügel. Oh, und wie die auf dem Hügel sind. Gut, 4 Schützen sind 4 Schützen. Wir gehen das Ding an. Charge! Gut, Arnulf, du bleibst unten. Olas, Deckung! Da kümmern wir uns gleich drum. Das sind eine Menge Bolas. Aber wir werden gleich einfach eingenetzt auf dem Weg nach oben. Die machen ernst, die Drecksäcke. Okay, mit so einer schlechten Lage hätte ich allerdings nicht gerechnet, als ich gesagt habe, wir greifen das Ding an. Ah. Na dann. Wir sind doch alle Pathfinder hier. Gut, das da ist ein Durchbruchspunkt. Gibt es gar nichts anderes zu sagen. Ihr zwei seid schon raus. Baum, wie sieht es denn aus hier um dich drum herum? Ja, warum ist der denn schon so motiviert? Was hat er angestellt? Das soll jetzt gepeitscht worden. Ein Treffer wäre natürlich cool gewesen, aber hey. So, wir rücken hier alle mal professionell auf. Kann ich irgendwo so weit, dass ich noch schießen kann, wenn ich jemanden treffen könnte? Nein. Gut, nicht weiter schlimm. Carsten hat doch auch... Ja, das passt schon alles irgendwie. Also du nimmst den Schild hoch und stellst dich immer als Köder rein. Ich hoffe, die schießen jetzt nicht einfach tot, den kleinen Kerl. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus, was ich hier beobachten muss. Na gut, vielleicht gleich, wenn wir erstmal 1, 2 Goblins getötet haben. Die anderen vielleicht weniger Bock weiter zu kämpfen. Das war's mit deiner... gut. Zu hoch. Toll. Ich sage jetzt mal nichts zu der 6%igen Trefferchance, okay? Wir ignorieren das einfach und spielen weiter, weil wir es verdient haben. So, das macht -3 Action Points, -3 Vision, -3 Initiative. Du stehst da schlecht.
Lokale. Du springst jetzt noch mitten rein, Balduin. Guckst mal, dass du denen ein bisschen Angst machst. Genauso wie er hier. So. Du hast auch eine Rüstung an, oder Arnulf? Rüstung anhaben reicht doch eigentlich schon, um mich mitkämpfen zu können. Wir lassen die Hunde los. Ich habe keine Lust, dass wir jetzt hier wirklich noch ernsthaft jemanden verlieren. Wir haben hier unten zwei Leute, die schon arg auf der Kippe stehen. Das war ein Kackschlachtfeld gewesen hier, das. Besser als da steht er leider nicht, egal was wir hier noch anstellen jetzt. Er kann hier hochkommen, aber wirklich gut steht er da auch nicht. Ich habe ein bisschen Angst um unseren Freund Oswald. So, der da muss jetzt gleich eskalieren da oben. Guck mal, die fühlen sich bedroht von irgendwem, den ich hier angeschleppt habe. Okay, soweit so gut. Ja, da erschießt jetzt sicher irgendwen. Passt mal auf, wie der jetzt Oswald erschießt. Dann bin ich traurig. Gut, kannst du da hoch? Dann mal schön die Menge halten. Ha! Gobbos. Fünf reicht zum Angreifen. Ah, ist die Axt. Die Axt hat 6. Muss er halt kurz noch eingenetzt bleiben. Hand gespalten, schönes Ding. Du musst flüchten. Ich weiß noch nicht, ob du flüchten kannst. Kann sein, dass er da gut genug in Deckung steht, dass sie den nicht angreifen dürfen. Los geht's, Gebhard, mit deinem neuen Namen, den du bald bekommst. Irgendwas Sinnvolles musst du ja tun. Der rückt hier unten mal ein. Jetzt heißt's hoffen, dass niemand stirbt. Okay, der kann da unten doch angegriffen werden. Ich dachte, wir hätten ihn da in eine gute Position gebracht. Ich habe mich wohl geirrt. Wie viele Bogenschützen haben wir denn noch? Goblin Overseer. Oh! Und das kann sein, dass das sehr wichtig war, was du da gerade gemacht hast. Arnulf und Gebhard stehen da oben gerade schlecht. Auf den Overseer zu schießen lohnt sich, glaube ich, nicht. Hupsi. Sorry, Doggo, ich wollte dich nicht abknallen. Ich schätze, das kann jedem Mal passieren. Ich glaube, der kann gar nicht weit genug weg, dass sie nicht mehr auf den schießen können. Wir müssen den da totschlagen. Totschlagen, habe ich gesagt. Totschlagen funktioniert anders als das, was ich da gerade sehen muss. Uiuiuiui. Das sieht immer noch ekelhaft aus hier. Kann sein, dass Arnulf oder so hier sterben müssen, wenn der Typ dann nochmal seinen Durchschlag ansetzen kann mit seinem kleinen scheiß Goblin-Messer. Aua, Schluss damit. So, gucken wir mal, ob dieser uralte Speer ein Ziel findet. Nö. Wo sind wir denn hier? Muss mal kurz da stehen bleiben. Das war ein... ja. Niedrige Trefferchance, aber ein guter Treffer.
blöden Goblins. Geht doch. Er hat auch keine Puste mehr. Uns gehen hier oben langsam die Männers aus. Sehr stark. So, das ist okay. Sucht sich neue Freunde. Die Kompanie steht da hinten oben, halb zertrümmert. Wow, er hat einen Flüchtenden niedergestochen. Wow, 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 wow. Hat es reicht, um dem Typ da mal ein bisschen die Flagge hochzuziehen. Okay. Jetzt beides auch zwei Treffer, die eigentlich nicht hätten passieren sollen. Neue Pfeile. Das ist eine Axt. Neue Pfeile. Fertig und fertig. Oi. Hatte dem aber da die Rübe runtergemacht, was? Na gut, dafür, dass das so ein hässlicher Hügel war, bin ich im Endeffekt doch eigentlich recht zufrieden mit dem, was bis jetzt so passiert ist. Wir haben ja noch einen Gegner da. Einen haben wir ja noch. Kannst du noch, wenn wir dich tauschen? Es hat nichts gegeben. Toll. Na gut, die Jungs stehen aber noch einigermaßen gut da. Was hat er denn alles für einen Schrott mitgenommen jetzt hier? Die lächerlichen Bolas, da können wir auch ein paar hier lassen. Haben noch eine zweite große Armbrust gekriegt, das ist nicht verkehrt. Oswald hatte noch einen kleinen Kerl, soweit ich das sehe. Oswald, du kämpfst doch auch ganz gut eigentlich, oder? 71. Ja. So, 50 bis 70, der gibt aber Bonus, oder? Plus 15. Du machst 50 bis 70 plus 10. Der Bonus ist also nicht ganz so groß. Deine Macht plus 15. Hm. 50, 75, 50, 70. Minus 10, minus 8. Er ist halt ein großer Kerl, nicht? Die Armbrust. Sollten wir gleich aufhören, so random Gobbo-Zeug zu reparieren, wenn wir hier mitten in der Wildnis unterwegs sind. Irgendjemand, der ausgetauscht werden muss. Arnulf, geh mal in Reserve und lass mal Geralt nach vorne. Ja, ich weiß nicht, was wir mit Gebhard machen. Ich weiß, wir haben noch zwei Namen übrig. Also zwei Namen übrig. Ihr habt mir zwei Namen geschickt. Aber die Söldner, die diese Namen bekommen sollen. Wo bin ich hier? Ich glaube, wir gehen zurück. Wir haben bis jetzt noch keine Söldner, zu denen die Namen dazugehören. Ihr habt ja ein bisschen Text mit dazu gepackt, was das für Leute sein sollen im Zweifelsfall. Diese Leute gibt es noch nicht. Wir wollen nach Königshafen. Die Episode hier ist eh vorbei. Echt ein Tank flach gefallen da an der Seite. Bisschen hässlich, aber der hat schlechte Arbeit gemacht, was wollt ihr hören? Es gab einen Gegner, den es zu tanken galt. Die linke Flanke hat die Sache nicht ausgehalten, die rechte Flanke hat sehr gute Arbeit geleistet. Hey, die goldene Gans. Nehmen wir doch direkt mit. Nein, ich lese das nicht alles vor. Wir haben einfach die goldene Gans gefunden. Da ist die nette Frau. Die generiert 15 Kronen am Tag oder wir verkaufen die. Ich denke, wir würden die bald dann schon eher verkaufen. Die Kampagne läuft, glaube ich, nicht mehr so lange, dass sich das lohnt. You ambushers some wolf riders. Gut, passt auf, wir machen hier fertig. Und wir nehmen das Ding da das nächste Mal noch mit. Das ist ein Camp relativ weit draußen. Vielleicht sind da legendäre Gegenstände drin. Wir haben nichts mehr, um uns zu reparieren. Ja, das ist okay. Dann, danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren, nicht vergessen, Kanalmitglied werden. Tatsächlich sehen Kanalmitglieder aktuell die Videos früher. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.